hat's getan. Ich war mal wieder einkaufen auf dem Gebrauchtwarenmarkt. Und da fiel mir bei eBay ein Angebot auf, wo ich nicht anders konnte als zu bieten. Gibt ja so Augenblicke, da denkt man sich, oh, das muss ich haben. Und da will ich jetzt mit euch einfach mal reingucken. Ja, also ich öffne das hier mit meinem Anreizwerkzeug, ne, weil gerade kein anderes Werkzeug da ist. Ich vermisse so ein bisschen mein Taschenmesser. Wahrscheinlich liegt es oben in der Hose in der Tasche. Und guckt mal hier. Natürlich gebrauchter Zustand und so, brauchen wir nicht drüber reden. Die Verpackung ist auch, naja, fernab von super, aber da ist er. Sagen viele, ja, ist ein Hobel, ist nichts Besonderes. Aber ich lege mal einen ganz normalen Stanley Nummer 4 daneben oder auch dahinter. Dann seht ihr, er ist fast genauso lang, aber, und da sieht man das ganz deutlich, wenn man sie aufeinander legt, er ist dünner. Es ist ein Stanley Nummer 3 und er ist auch ziemlich schwierig zu bekommen. Und im Augenblick in einem, ja, benutzbaren, aber nicht sehr schönen Zustand. Da oben zum Beispiel, das war auf den Bildern nicht zu sehen. Aber ich denke mal, das wird was werden mit Ihnen und mir. Ja, sieht soweit gut aus. Der Rost kommt so langsam. Aber wie gesagt,